Dann hier rüber. Ja. Erstmal aufs Maul fliegen. Diebstahl wird mit dem Bruder bestraft! Haltet doch ein! Ohne unsere Hilfe! Bewegung! Können Richard und seine Mann in das heilige Land... Bitte! Das tut mir weh! Versucht! Ach, der lebt jetzt. Ich hatte nicht gedacht, dass der noch... Soll ich etwas anderes vor euch heulen? Strecke ich mit geschlossenen Augen nieder. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Kopf erfahren. Ich sind wieder vollkommen für den Eimer. Auch nicht so schlimm. Bin ich ja mittlerweile dran gewöhnt. So, der nächste zu rettende Bürger ist ja auch gleich in der Nähe. Dafür muss ich allerdings mal hier über das Gebäude rüber. Und das geht folgendermaßen. So. Und zack. Où vas-tu comme ça, vieillard? Warum tut ihr das nur? Aus dem Weg! Du wirst Blut! Hier wirst du sterben! So, wir bringen immer am als erstes Besten um. Damit wir später nicht zum Problem werden. Und das gemeine Volk hier ist dann recht einfach zu erledigen. So. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. So, sind mittlerweile auch schon in Folge 3. Ich vergesse das mal zu sagen, wir sind in Folge 3 dieser Aufnahme. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, welche Folge das hier ist. Ist aber auch egal. Ja, erstmal schön gefailt. Und er wird jemanden verletzen, ich weiß es. Nur Kletterpartie hier rauf. Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Wieso darf man den hier nicht rein, bitte? Was steht ihr hier herum? Geht! Flagge eingesammelt. So. Eine Kletterpartie. Die ist lustig. Eine Kletterpartie, die ist schön. Frei improvisiert. Ich kann absolut nicht singen und absolut nicht dichten, also... Egal. Ja, wo bist du denn? Da bist du denn. Bewegung! Ja, war dann nur ein bisschen am Abhängen und... Ne, dann sind die hier schon gleich, also... Die sind wirklich übel und die sind gegenseitig. Und so weiter, ne? Da hat man es gemerkt, Abhängen ist gefährlich. Kann schwerwiegende Folgen haben. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Verschwinden wir fix wieder auf die Dächer. Nein. Damit hätten wir auch alle Bürger gerettet. Und somit fangen wir an,
mit den Herausforderungen. Und zwar zerfetzen wir erstmal ein paar Marktstände. Was? Schon längst über die Berge. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Er sollte aufhören, sich wieder... Hört mir zu, Alter hier. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Das lässt sich machen. Und zwar indem wir... Hoppla. Hier lang... Nein. Da lang, Alter, hier. Da. Ja. Screen Freeze. Rauf auf die Händlermeile hier. Was ist denn das? Der... Nein. Da. Der hier. Ah. Nein, ihr versteht das nicht. Okay, ich gebe die Wache. Ich brauche das Geld. Nimm fort, Mönch. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Reicht's mir langsam. Die war auch gleichzeitig anzugreifen. So, komm wieder her. So, das ist nix. Schrecklich. Du, ja du. Nein, so nicht. Das war jetzt nicht geplant. Los, komm her. Los. Ein Mörder läuft frei herum. Geh, geh weiter. Geh. Geh. Ah. Boah, wieso? Wer hat das getan? Komm her, komm. Hilfe! Zack. Und hier. Wovor flüchtet er nur? Danke für eure Hilfe, Alter hier. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Ja. Damit hätten wir auch die nächste Herausforderung. Und jetzt machen wir noch die Informanten-Herausforderung Attentat. Welche sich dort findet. Fehlen dabei erstmal ein bisschen. Qu'est-ce que tu veux? Bewegung! Ja. Hier darf man nicht hin. Warum auch immer? Ach, weil das hier einsturzgefährdet ist. Ah. Das macht dann natürlich Sinn. Zack, aus dem Flug erledigt. Ja, so geht's auch. So geht's ebenfalls. Und zack, hier hoch. Mann, verdammt, halt dich doch fest, Alter, ihr. Grr.
So, jetzt sind wir auch hier wieder. Oh, wow, 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 wow. Mist, daneben. So. So und so. Zack. Bei Gott, tötet mich nicht. Ach, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Sind sie schon tot? Nein? Was tut ihr dann hier? Wollt ihr, dass ich sterbe? Bitte geht und kommt wieder, sobald ich sicher bin. Laber nicht so viel, dann kann ich die auch schneller erledigen. Bewegung! Oh. Mein Gott. Mann. So. Warum würde jemand so etwas tun? Mann. Ich werde alt. Was ist denn hingefahren? Boah, ihr verdammten Besoffenen. Ich spring euch alle um irgendwann. Grr. Verdammt. Was fehlt Ihnen denn nur? Ups. Ach, der ist es. Okay, das hat nicht so sonderlich gut funktioniert. Mann. Diese verdammten Besoffenen machen einem auch echt das Leben schwer hier. Was geht das denn? Wo läuft er davon? Okay, diese Häuserzeile ist sehr lang. Mann, Alter, ihr, hör auf, geh weg. Grrr. Wow, jetzt bring ich dich um. Scheiß Besoffener. Ich bin nicht verletzt. Was rennt er so? Der scheint es eilig zu sein. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch vor, mein Vater, eine Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Kein Ding. Vergebt mir. Wenn wir sterben, wissen wir ja warum. So. Dann Taschendiebstahl. In diese Richtung, rauf aufs Dach. Habt ihr so etwas schon einmal? Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Warum würde jemand so etwas tun? Los, Alter, ihr schneller. Nicht so lahmarschig klettern. So. Und so. Und... hat jetzt ein bisschen wehgetan, macht aber nicht so viel. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's lang. Warum muss er so? Hier geht's durch. Ah, okay. Mach Platz! Er wird spät dran sein. Er sollte besser kalten Schiffe verletzt werden können. Wie komme ich hier jetzt am blödesten rein? Am besten so. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? So. Ich nicht.
Gute Güte.